future begins. Taubond HD back am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 mit dem neuen Wasteland Update. Und letzte Folge haben ja schon die ersten Kommunikationen mit den NPCs gehabt und haben zudem in unserem Camp hier ein Schild aufgestellt, das uns, dieses Schild vor uns, und das lockt NPCs zu unserem kleinen Camp. Und da kamen ja dann auch noch Raider, vermute ich jetzt mal, auf jeden Fall böse, und die wollten zu Beckham und zu Duchess, ich glaube Beckett, und da hat sich auch hier diese Quest eröffnet und da müssen wir dann auch noch hin, aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen jetzt als erstes noch Duchess Bericht erstatten und sind hier wohl nicht die einzigsten. Duchess hatte Glück, dass du hier aufgekreuzt bist. Hoffe, sie hat dir einen Drink spendiert. Ja, hat sie. Und ich hoffe natürlich, dass die Stimmen hier nicht zu leise sind, aber ich habe die eigentlich auf volle Stufe. Also lauter geht's nicht. Und wir sehen uns dann gleich. Ich hoffe auch jetzt, dass die das Audiosignal oder meine Stimme besser ist. Denn davor gab es ein paar Schwierigkeiten. Und hier ist ein neuer Raum, habe ich noch gar nicht gesehen. Deshalb hoffe ich, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Weil davor war es echt manchmal ein bisschen komisch, weiß aber nicht warum. Aber jetzt reden wir als erstes mit Duchess. Hallo. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Hast du herausgefunden, wo sich diese Störenfriede verstecken? Das habe ich. Klingt alles, hätten sie ihr Hauptquartier im Sägewirt von West Virginia. Das haben wir ja letztes Mal rausbekommen. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn ich für diese Gang arbeiten wollte, statt für dich. Duchess, bring mir dein bestes Holzfällhemd. Ich gehe zum Sägewerk von West Virginia. Probier mal das hier aus. Tja, Schätzchen. Die Idee gefällt mir zwar nicht, aber falls du das willst, heißt das ja nicht, dass du nicht auch für mich arbeiten kannst. Ich will bloß, dass diese Typen uns nicht mehr bedrohen. Und falls einer ihrer eigenen Leute sie davon überzeugt, wäre ich dieser Person äußerst dankbar. Vielleicht erinnere ich mich ja an etwas, das ihnen von Nutzen sein könnte. Falls es soweit kommt, dann lass uns darüber reden. Also, hast du herausgefunden, wo sich deine Freunde in Spee verstecken? Okay, das habe ich. Fantastisch! Da ist also ihr Boss. Jetzt musst du nur noch... Warte, Sägewerk von West Virginia? Das kann nicht sein. Du hast dich verhört. Und warum genau spielt das eine Rolle? Ich war vor einiger Zeit in der Gegend. In dieser Sägemühle wimmelte es nur so von diesen großen grünen Bastarden. Mutanten! Du kennst diese Monster, Duchess. Wenn diese Gang in der Lage war, sie zu vertreiben, dann könnten die Typen zäher sein als erwartet. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen sollten? Ich würde nicht aus allen Rohren feuernd da reingehen, es sei denn, es sind große Rohre. Du könntest dich auf dein Glück verlassen. Vielleicht reden sie mit dir. Aber ich bin dort dieser Familie begegnet. Die hat es vermutlich auch schon mit denen zu tun. Bin außerdem noch auf einen schrulligen Wiederverwerter gestoßen, der behauptete, sich mit der Mühle auszukennen. Könnte sich lohnen, mit den einen oder anderen zu reden. Erzähl mir von dieser Familie, erzähl mir von diesem Wiederverwerter. Was ist der Wiederverwerter? Er lebt bei den Rummelplatzbuden in Tyler County. Er beharrte darauf zu wissen, wie man die Mutanten aus der Mühle vertreibt. Aber wie das geht, wollte er nicht verraten. Wahrscheinlich verrät er es eher jemandem, dessen Gesicht ihn nicht abschreckt. Sie sind bei der Anchor Farm.
falls diese Typen sie nicht vertrieben haben. Aber falls sie noch dort sind, haben sie sich vermutlich mit ihnen arrangiert. Könnte nicht schaden, es herauszufinden. Okay. Gut. Denn mehr weiß ich nicht. Falls du noch nicht dort warst, die schnellste Route wäre zurück nach Vault 76 und von dort aus Richtung Norden. Und pass auf dich auf, du tust uns einen großen Gefallen. Ah, okay. Dann haben wir es von hier. Und ich glaube, ich weiß schon, was sie gemeint haben. Ach, okay. Das hier. Ich habe am Anfang gedacht. Rummelplatz. Sägewerk, okay. Am Anfang habe ich gedacht, dieses Sägewerk. Da waren wir ja schon einmal. Dann würde ich sagen, dass wir hier zum Vault eine Schnellreise machen und dann zur Anchor Farm gehen. Vor dem Vault 76 angekommen, sieht man auch hier mal wieder, dass sich sehr viele Leute Fallout 76 jetzt endlich gekauft haben. Also da hat Fallout oder Bethesda richtig gehandelt mit diesem Update. Und hier habe ich auch eine Impro-Waffe bekommen. Die macht 60 Damage. Und die habe ich auf einmal in meinem Inventar gehabt. Ich würde mal behaupten, die habe ich vom Wasteland Update bekommen. Und die ist gar nicht mal schlecht. Ja, okay. So, machen wir jetzt. Immerhin haben wir jetzt doch ein bisschen schneller. Und hier, bei der Auffahrt war ich eigentlich auch noch nie. Ich bin ja mir jetzt nicht sicher, weil man zu den Orten ja davor ja auch schon kommen hätte müssen. Bin mal gespannt, welche Quest mich mal irgendwann dahin führt. Was war das gerade? Okay. Also, PC hat die jetzt auch nicht. Könnte besser sein, aber ist okay. Die habe ich jetzt einfach mal mitgenommen, was ich einfach probieren möchte. Und hier sieht man auch, dass man hier den Vault, den Bunker, geschottet hat, nachdem die Bunker oder währenddessen die Bomben fielen, war ja auch schon ein Vierer, dass mir sozusagen die letzten Wesen sind, wo reingekommen sind und dann die Bomben fielen. Ich muss sagen, mir gefällt dieses Gebiet auch sehr, waren wir ja jetzt schon länger nicht mehr. Und wir sind ja eher hier hinten, wo alles so ein bisschen heruntergekommen ist und alles zerstört. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und bin aber gespannt, wie diese NPCs aussehen. Und ich vermute, genau, da vorne ist diese Farm. Und bin echt gespannt. Was ist da vorne? Bienenschwarm, okay. Welche neue Orte dazu kamen und das ist wirklich der Ort vom Ladescreen davor, also wo man ins Menü reingekommen ist, hat man ja dieses Bild gesehen und ich habe mich schon lange gefragt, wo man diesen Ort überhaupt auffinden kann. Und man sieht echt hier, mit den NPCs ist es einfach alles lebendiger, also gefällt mir sehr gut. Und ich soll Hallo? Nicht mit Leuten wie dir reden. Oh, sehr freundlich. Und hier ist so eine kleine Garage und hier ist sogar ein Typ. Hallo? Wir haben schon genug durchgemacht, verstanden? Lass uns einfach in Ruhe. Okay. Daniel hat dir das Sagen. Also geh zu ihm. Sehr unfreundlich. Plus der hier. Hallo? Das ist unser Revier. Geh woanders hin. Also die Personen sind ja jetzt hier nicht sehr freundlich. Und hier stand noch so ein Wasserturm. Gehen wir mal hier hoch. Okay, hier so ein kleines Hauptquartier.
Und es kommen irgendwie, ist mir auch aufgefallen, laut die neue Symbole an der Seite. Also neu jetzt nicht, aber die sind davor eigentlich nicht so häufig oder überhaupt gar nicht gekommen. Und macht das Spiel irgendwie auch noch ein bisschen besser. Und irgendwie hat auch jeder hier die besten Sachen. Die besten Generatoren, Wasserpumpen, etc. Oh, das sind heftig. Und ich muss mir alles zusammensuchen. Und hier ist dann Anke. Ah, hier wurde mir die Person angezeigt. Bin ja mal gespannt, was. Ich soll nicht mit Leuten wie dir reden. Und ich laufe einfach in den ihr Haus. Hallo? Ein Stück weiter gibt's jede Menge herrenloses Land. Schau doch mal dahin. Ich habe gehört, du machst Geschäfte mit der Gang oben beim Sägewerk von West Virginia. Seid ihr neu hier? Du willst mich loswerden? Seid ihr alle wegen des Schatzes hier? Schätze machen nur Ärger. Wir wollten hier ein neues Leben anfangen. Ein ruhiges. So viel dazu. Okay. Willst du mich loswerden? Ich will nur sagen, dass du hier nichts verloren hast. Du kannst gerne gehen. Jo. Wie alle hier. Nur, dass wir Wert auf Privatsphäre legen. Beim Sägewerk von... Nein, keine Ahnung, wen du meinst. Und jetzt will ich, dass du gehst. Oh, okay. Klingt, als würdest wüsstest du was. Ich würde es nur zu gern aus dir rausprügeln, es sei denn, du machst den Mund auf. Wir sind hier alle befreundet. Sag mir einfach, was du weißt, dann lasse ich dich in Ruhe. Bist du sicher? Du hast angefangen zu schwitzen, als ich sie erwähnt habe. Du weißt etwas. Na gut. Wir haben eine Abmachung. Wir liefern Vorräte, sie Schutz. Was willst du darüber wissen? So, eine Ahnung, wo diese Kerle herkommen? Sind ein paar Knastis aus dem Osten. Aber nicht verrückt. Nicht wie die Blutadler oder die Verbrannten. Man kann mit ihnen reden. Die sind weder Bauern noch Jäger. Wir schon. Also haben wir was ausgehandelt. Kannst du vielleicht auch, wenn du ihnen was anzubieten hast. Aha. Viele, mindestens 12. Sie lassen uns nicht ins Hauptgebäude. Ich weiß daher nicht, wie viele da drin noch hausen. Einmal im Monat. Essen, Munition, Schrott. Murray und ich bringen alles zur Mühle. Haben ein Kennwort gekriegt. Donauwalzer. Okay, jetzt zeige ich das hier noch. Wenn du das machst, dann versuche ich, was für dich beiseite zu legen. Aber nur das eine Mal. Okay. Dann verschwinde. Bitte. Oder gibt es sonst noch was? Nee. Also, so sehr freundlich sind die Leute hier jetzt echt nicht. Aber okay. Kann ich ein bisschen verstehen, aber auch wiederum nicht. Okay, hier ist schon nichts mehr. Und sich dir nichts Besonderes. Ach, du kannst es sofort essen auch. Okay, das ist cool. Muss man es nicht mehr unbedingt mitnehmen. Und das ist echt nice. Und was war hinter der Tür? Ein Spiel? Und nichts Besonderes. Schauen wir mal hier noch in die Outgarage Werkstatt. Aber besondere Sachen gibt sie auch nicht. Bin beschäftigt. Benzinkanister. Und hier das Flugzeug. Das sehr cool aussieht. Da vorne halt noch den Garten. Das kleine Hundehäuschen. Und hier noch so ein kleiner Wachturm. Ah, okay. Ganz witzig. Und dann müssen wir hier hin mit dem Wiederverwerter auf dem Rummelplatz in Tyler County. Und da führt uns der nächste Teil der Quest hin. Und dann zur Gang. Bin echt mal gespannt, wenn es jetzt schon 12 Leute sind und der weiß ja nicht, ob das alle sind, dann könnte
was geben. Und hier oben ist auch nichts mehr Besonderes. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Heute etwas kürzer, aber dafür auch sehr interessant. Haben wieder neue Menschen kennengelernt und auch neue, vielleicht Freunde gefunden und eine sehr schöne Landschaft. Also lasst ein Like und ein Abo da. Euer Tauband. Ade. War never changes.